Unser heutiger Studiogast schaffte beinahe den Durchbruch als Fußballprofi und das sowohl in Deutschland als auch in der Türkei. Zudem war er früher als wahrer Hitzkopf bekannt. Wie viel Temperament heute noch in dem 29-Jährigen steckt, verrät er uns heute hier im Elbkick TV Talk. Ich begrüße ganz herzlich Dennis Katschan von Altona 93. Hallo Dennis, hallo. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Wie geht's dir? Bist du entspannt? Hast du dich extra schick gemacht? Ja, Jurek hatte zu mir gesagt, dass ich mich ein bisschen gut anziehen sollte. Und ja, deswegen eine feine Hose und ein Hemd muss sein für Jurek. Und ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wenn der Chef das sagt, ne, dann es ist ja auch ein angemessener Rahmen. Elbkick TV ruft, da muss man sich auch schick machen. Klar, für Elbkick sowieso. Sehr gut. Ich mache erstmal gleich direkt Werbung in eigener Sache, denn ihr kennt ja unsere Kampagne, wo das Leben Fußball spielt. Die läuft zurzeit, da haben wir einen Award gewonnen, den Hammer Award, eine super Marketing-Auszeichnung. Und unsere Gäste hier im Studio bekommen jetzt in Zukunft immer ein Plakat für dich als Stürmer. Okay. Gibt es hier dieses Plakat. Mhm. Unsere Stürmer machen Dampf, solange sie laufen können. Bitteschön. Dank. Dankeschön. Ich hoffe, es bekommt einen Ehrenplatz bei dir. Du darfst das gerne da unten. Bei mir gleich im Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer tun. Trifft das denn auch so ein bisschen auf dich zu, diese Aussage? Ich habe gehört, du warst früher so ein ganz schöner Hitzkopf auf dem Platz. Ja, das war auch ein Handicap, glaube ich. Die Trainer haben es nicht gerne gesehen. Ich hatte so halt einige Situationen im Spiel, wo ich dann halt den Ball weggeschlagen habe, wo ich jetzt im Nachhinein nicht so stolz bin. Aber ich habe es halt gehasst zu verlieren oder ähnliche Sachen, wenn irgendwas im Spiel passiert ist. Und ja, aber wenn man älter wird, wird man ruhiger. Und ich bin jetzt auch ruhiger geworden. Und ja, ich habe die negativen Erfahrungen, die ich jetzt damals gemacht habe, kann ich ja jetzt halt an andere junge Spieler mitgeben. Vielleicht mache ich ja auch jetzt bei Altona, dass halt andere Sachen viel wichtiger sind. Also die so ein Disziplin bisschen, und ja, sehr vorbildlich. Ja, ich war halt, ja, viele haben war das halt, so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn damals? Nein, also weil es kamen viele Leute, Berater, Trainer, die gesagt haben, Dennis, du bist ein Riesentalent. Und wenn du das, glaube ich, ständig 24 Stunden zu hören kriegst, dann nimmst du die anderen Sachen, die viel wichtiger sind, wie Disziplin oder Pünktlichkeit, weil in Deutschland wäre das halt wert genommen, solche Sachen. Dann lässt man die ein bisschen außen vor. So. Hebt man so ein bisschen vielleicht ab als junges Talent? Ja, so als 17-, 18-Jähriger ist das ja auch ein bisschen verständlich, finde ich. Und ja, das waren halt so die Dinge, die ich dann halt nicht richtig gemacht habe, so im Nachhinein. Aber das sind halt Schicksalsschläge, die ich jetzt halt mitnehme für die anderen Jungspieler. Vielleicht ist das was Gutes, weil vielleicht mache ich jetzt andere Dinge, wie einen Trainerschein oder ähnliches. Und dann kann ich das halt den jungen Spielern vermitteln. Oder sagen. Das ist sehr, sehr vorbildlich, denn Altona hat ja auch eine sehr, sehr junge Mannschaft. Da kann Dennis Katschan auch sehr vorbildlich dann agieren für die jungen Jungspunde in der Mannschaft. Und es läuft auch zurzeit ganz gut. Am Wochenende wieder gewonnen, nach zwei Niederlagen. Auswärts 2-0 gegen Germania Schnelsen gewonnen. Mhm. Endlich mal wieder, seid jetzt auf den Tabellenplatz 4 gerutscht. Ist Altona jetzt wieder auf der Erfolgsspur? Ja, wenn ich ehrlich bin, ich selber gucke eigentlich nicht so gerne auf die Tabelle, weil mir ist halt wichtiger, wie wir uns weiterentwickeln. Und ich bin jetzt seit einem Jahr jetzt im Club und wenn ich jetzt alles Revue passieren lasse, haben wir uns eigentlich schon sehr, sehr gut gesteigert. Auch individuell, auch die Jungspieler bei uns im Club. Und ja, das macht mir riesen Spaß. Auch die Trainer denken so. Also denen ist es nicht wichtig, auf welchem Tabellenplatz wir sind, sondern wie sich die Mannschaft entwickelt und wie jeder Einzelne sich entwickelt. Und wenn ich das jetzt in einem Jahr jetzt alles Revue passieren lasse, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, dann haben wir einen riesen Schritt gemacht, auf jeden Fall. Hätten wir jetzt aber ein Phrasenschwein, liebe Zuschauer, hätte es auf jeden Fall einzahlen müssen. Ja. Man guckt nicht auf die Tabelle, vielleicht werden wir das auch in Zukunft einführen. Ja. Aber es ist auf Fakt auf jeden Fall, dass Altona 93 zu den Titelanwärtern zählt. Ihr gehört zu den Top-Teams der Oberliga. Hm. Ist ein Aufstieg in die Regionalliga mit dieser Mannschaft möglich? Was denkst du? Ja klar, können wir in der Regionalliga, glaube ich, spielen. Aber die Infrastruktur im Club ist wichtig. Wir brauchen grünes Licht vom Präsidium, wie auch bei einem anderen Club. Ich glaube, Bergedorf hat es auch dreimal, glaube ich, versucht aufzusteigen, aber haben es nicht geschafft. Und jetzt ist Bergedorf, glaube ich, abgestiegen. Und ja, wie gesagt, also wir gucken auf die Tabelle und unsere Liga. Der Tabellenplatz ist für uns wichtig. Der Pokal ist jetzt für uns wichtig. Und jetzt über die Regionalliga zu reden, ich glaube, ich weiß nicht, das
kommt mir immer ein bisschen komisch vor, weil, wie gesagt, da mussten viele Faktoren stimmen. Ihr stapelt auf jeden Fall gen tief, aber euer Präsident hat schon oft angekündigt, dass er gerne in der Regionalliga spielen wird. Ich meine, letzte Saison wart ihr auf dem zweiten Tabellenplatz, hat auf jeden Fall eine super Rückrunde hingelegt. Ja. Wir werden sehen, ob ihr das auf jeden Fall hinbekommt. Ja. Du spielst jetzt in Altona schon zum zweiten Mal. Genau. Dennis Katschan hat mit 22 Jahren bereits schon einmal in Altona gespielt. Was ist damals passiert? Warum hast du da nicht dann länger gespielt für den Verein? Ich hatte vor Altona habe ich bei Eintracht Trier gespielt. Das war Regionalliga Süd und ich hatte mich dann am Knöchel verletzt und die Verletzung war so gravierend, dass ich fast mit der Fußballkarriere aufgehört habe. Und dann habe ich ein Jahr pausiert und dann wollte ich wieder halt wieder Fußball spielen und wieder Spielpraxis sammeln und dann kam halt Altona mir entgegen und ja, da habe ich mich fit gehalten und damals war der Prohn da, der Trainer Prohn, viele kennen ihn bestimmt. Und ja, wenn ich ehrlich bin, gut habe ich mich nicht mit ihm verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ja, aber wie gesagt, dann habe ich mich fit gehalten, dann bin ich wieder in die Türkei gegangen. Da kam das Angebot aus der ersten Liga in der Türkei. Du bist dann zu welchem Verein genau gewechselt? Karşıyaka, İzmir. Das war damals halt in der ersten Liga und ja, ich hab viele Vereine gewechselt, weil damals habe ich bei St. Pauli gespielt. Viele wissen das, in der Jugend, dann wurde ich Profi dort und dann bin ich halt in die Türkei gewechselt und ich habe immer das gesucht, was ich eigentlich bei Pauli hatte, dieses Familiäre und ich habe mich da eigentlich sehr, sehr gut gefühlt und ich habe immer das gesucht, was ich halt bei Pauli hatte, aber habe es nie gefunden, deswegen immer diese Wechsel und jetzt und letztendlich bin ich in Hamburg und bin eigentlich froh darüber. Welche Erfahrungen hast du damals in der Türkei gemacht? Ich meine, du warst ja dann als Fußballprofi dort angestellt, in der ersten Liga, was natürlich ein Traum ist in diesen jungen Jahren, in denen du damals warst. Was für Erfahrungen hast du dort gemacht? Was würdest du sagen, was war das für eine Zeit dort in deiner zweiten Heimat? Erstmal ist die Kultur ganz anders als die deutsche Kultur. Ich kam halt ein bisschen nicht, also ich hatte die erste Zeit sehr, sehr große Probleme. Ich bin ja von Pauli zu Manisaspor gewechselt damals. Und ich hatte eigentlich 3 Jahre unterschrieben, aber nach einem halben Jahr bin ich zu den Amateuren von Bremen gewechselt, weil ich halt mit der Kultur nicht zurechtkam. Was für eine Erfahrung habe ich gemacht? Ich habe in der ersten Liga gespielt, in der zweiten und in der dritten Liga in der Türkei, habe also viel, viel Erfahrung gesammelt. Und ja, es sind unterschiedliche Ligen auf jeden Fall. Und die größten Unterschiede zum Deutschland, zum Geschäft hier in Deutschland, was würdest du sagen? Die Geschäfte, wie meinen Sie das jetzt? Also so die größten Unterschiede vielleicht in der Praxis, in der Spielpraxis in der Türkei im Vergleich zu Deutschland, weil du hast ja davor bei St. Pauli gespielt. Taktische Sachen sind auf jeden Fall in der Türkei, das ist halt Mann gegen Mann, also die Zweikämpfe sind brutal und in Deutschland ist es halt mehr Raumdeckung und mehr auf Auge und ja, aber das Laufen habe ich in der Türkei gelernt, das ist das Witzige, weil da ist halt taktisch nicht so gut ausgeprägt, jeder läuft zum Ball und da geht es auch um Punktprämien. Also die Punktprämien sind auch sehr, sehr hoch und die Gegner, ja, die geben ganz schön Gas. Und komischerweise habe ich da das Laufen gelernt. Das schnelle Lauf. Ja, das kommt jetzt Altona auf jeden Fall auch zugute. Dennis Katschan hat das Laufen in der Türkei gelernt. Also dieses weniger taktische, aber auf jeden Fall den härteren Ball dann auch zu spielen. Ich habe mir auch sagen lassen, dass du nicht so gut Türkisch sprichst. Ist das so der Fall? Also wie hast du dich da verständigt dann? In welcher Sprache? Wie war das da für dich? Ja, die erste Zeit, wo ich dann in der Türkei war, da hatte ich Riesenprobleme mit der türkischen Sprache, weil irgendwie haben wir uns zu Hause auch nur auf Deutsch verständigt, Deutsch gesprochen. Und ja, die erste Zeit war halt sehr, sehr schwierig, aber den Trainern und den Spielern hat es gefallen. Die haben immer gelacht. Aber mittlerweile spreche ich auch mit meiner Frau jetzt zu Hause Türkisch. Und ja, jetzt ist die türkische Sprache auf jeden Fall besser als damals. Du kannst ein bisschen üben können. Wahrscheinlich sprichst du so gut Türkisch, wie ich Griechisch spreche. Also es ist ja, wenn man dann aufwächst in einem anderen Land und man die Sprache nicht im Alltag hat, auf jeden Fall. Du hast das gerade schon erwähnt, Dennis Katschan hat nicht nur in der Türkei in der höchsten Liga gespielt, auch hier in Deutschland für namhafte Hochkaräter, wie beispielsweise den FC St. Pauli, 7 Zweitligaeinsätze 2002, 2003 mit 18 Jahren, dann für Werder Bremen 2 hat er gespielt, in der dritten Liga damals. Es waren auf jeden Fall Vereine, die sich sehen lassen können, damals galtst du auf jeden Fall als hochtalentiert. Warum hat es dann nicht für die große Profikarriere gereicht? Was ist da schiefgelaufen? Falsche Berater oder
Warum? Was ist passiert? Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich war erstmal, ich hatte auch eine Verletzung, also am Knöchel. Da habe ich erstmal sehr, sehr große Probleme gehabt, über ein Jahr pausiert. Und ja, aber ich war auch selber, ich bin ehrlich, ich war ein Hitzkopf, so wie Sie es am Anfang gesagt haben. Ja, wie gesagt, also ich wurde immer darauf angesprochen, was für ein Talent ich wäre und von Beratern und Spieler aus der Familie. Und für mich war das halt ein bisschen zu viel. So. Und ja, ich habe dann andere Dinge außen vor gelassen, das war vielleicht ein Fehler, aber im Nachhinein danke ich diesem Schicksal, den ich eigentlich miterlebt habe, weil das ist eine gute Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wie gesagt, die kann ich an andere junge Spieler geben. Und wenn ich dann sehe, wie sich die jungen Spieler bei uns im Team entwickelt haben, da öffnet sich das Herz von mir. Inwieweit kannst du diese Erfahrung, die du gesammelt hast in den ganzen Stationen, die du hattest, dann auch jetzt im Berufsleben vielleicht einbringen? Also wie ist das jetzt bei dir genau? Also was machst du genau beruflich? Also ich habe eine Ausbildung als Fitnessmanager gemacht. Zwei Zertifikate habe ich jetzt als Gerätetrainer und als Entspannungstrainer. Und ja, was für eine Erfahrung habe ich gemacht? Also ich bin viel disziplinierter als damals. Ich habe einen Tick, alles muss gerade sein und alles muss stimmen, auch bei mir zu Hause. Okay, so ein bisschen Mr. Monk, also ja, kennst du das, ne? Ja, so alles muss, bei mir muss alles sauber sein zum Beispiel und alles muss geordnet sein, sonst komme ich nicht klar. Das sind halt die Punkte, die sich bei mir geändert haben. Charakterlich, menschlich habe ich mich verändert, bin ich auch dankbar. Ich weiß nicht, wie sich das alles entwickelt hätte, wenn ich den Durchbruch geschafft hätte vielleicht. Und im Nachhinein bin ich doch dankbar, hört sich zwar witzig an, aber dann bin ich doch froh, dass ich das nicht geschafft habe, weil ich war damals schon nicht auszustehen. Also viele außen vor haben, die Familie und Freunde haben gesagt, du warst schon ein bisschen arrogant und so. Ja, bei vielen geht es dann nach hinten los, ne? Die heben dann total ab und ja, das geht dann falsch. Ich habe mir dann in jungen Jahren dann ein Auto geholt. Das machen jetzt auch andere Bundesliga-Spieler, aber ich hätte es vielleicht nicht machen müssen, weil die haben halt mit vier Augen auf mich geguckt damals. Und ja, wie gesagt, also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die gebe ich jetzt weiter an meine jungen Spieler oder auch, ich werde vielleicht irgendwann Papa. Und ja, auch aus der Familie fragen viele mich wieder, wie es denn ist, wenn mein Sohn Profi wird und wenn ich sowas erzähle, was denn wichtig ist, um Profi zu sein, wichtig ist, nicht wichtig ist, Profi zu werden, sondern da drin zu bleiben und was für Faktoren. Sich zu halten in dem Geschäft. Genau. Und dieses Wissen habe ich jetzt und das werde ich irgendwie versuchen auch einzusetzen. Eigentlich überraschend, denn Dennis Katschan sagt, er ist eigentlich froh, dass er nicht Profi geworden ist. Eine überraschende Wendung hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du das auf jeden Fall sagst. Ich habe mir noch was anderes sagen lassen, denn ich habe gehört, dass du gerne Fußballspiele kommentierst. Und ganz zufällig, wir wären nicht Elbblick TV, hätten wir nichts vorbereitet. Wir haben so ein kleines Spiel vorbereitet, Altona gegen Niendorf. Da hast du auch das entscheidende Tor geschossen, dann auch im OZ-Pokal. Ja. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen rein in die Szene und dann kannst du ja so ein bisschen dein Können ein bisschen zeigen hier. Alles klar. Freistoß von Niendorf. Schön reingezirkelt, Latte, Glück gehabt für Altona 93. Und jetzt Luca. Allein gegen alle. Schöner Pass, Thiesen kommt, Dennis Katscher an und das 1:0 für Altona 93 und ein super Tor, Jubel von Altona 93 und ja, sind eine Runde weiter. Ja, sehr schön, wer hätte das gedacht? Wobei ich sagen muss, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil normalerweise schreie ich viel lauter. Okay, also Wolf-Christoph Fuß kann auf jeden Fall einpacken. Ja. Nicht schlecht. Ja, wer jetzt Fan geworden ist von Dennis Katschan, der kann demnächst Altona auf diversen Oberligaplätzen dann auch begutachten. Aber es gibt auch ein kleines Special. Wenn ihr diesen Mann dann auch sehen wollt und auch sammeln wollt, ab dem 8.12. gibt es das offizielle Altona 93 Sammelalbum überall im Handel zu kaufen. Von Spielern, Mannschaften, Trainern, diversen Vereinsverantwortlichen, also über 400 Bilder zum Kleben. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du so dein eigenes, eine Art Panini-Sammelalbum dann hast? Das kennt man ja sonst zur EM und WM meistens. Also ich hatte mich auch als kleines Kind immer gefreut, wenn mein Papa irgendwie so mit so einem Panini-Bild oder Panini-Album mit den Bildern nach Hause kam.
Und jetzt auf einmal haben wir auch so ähnliche Sachen jetzt bei Altona gemacht und ja, schon ein bisschen aufregend. Mal gucken, wie wir aussehen auf den Fotos. Ich bin auch sehr gespannt. Eine tolle Aktion zu Weihnachten, ab dem 8.12. wie gesagt, erhältlich. Und ja, wir sind fast am Ende angekommen. Nochmal ein kleiner Aufruf in eigener Sache, denn bei uns ist gerade so, wir suchen noch bis Ende November, also noch diese Woche, liebe Zuschauer, die Miss Elbkick TV 2014. Da könnt ihr euch bewerben. Nicht nur, wenn ihr Fußballerin seid, auch als Spielerfrau oder weiblicher Fußballfan. Schickt einfach ein Foto oder Video an redaktion@elbkick.tv oder schreibt uns bei Facebook. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also man kann einen tollen Preis von Do You Football gewinnen, wenn ihr euch bewirbt. Also mitmachen, mitmachen, mitmachen. Wenn du noch jemanden kennst, gerne Bescheid sagen, gerne das Video schicken. Du hast gesagt, du bist verheiratet, deine Frau. Habe ich jetzt einen neuen Job als Model Scout, glaube ich. Ja, kannst du gerne machen für uns. Alles klar. Okay, gut. Das ist weitergegeben an Dennis und natürlich gibt es auch ein Geschenk für alle unsere Gäste. Und da haben wir was Tolles vorbereitet, so eine super stylische Jacke. Huch, jetzt fällt hier auch alles runter, naja, von Do You Football. Ich hoffe, die gefällt dir. Super. Da bist du auf jeden Fall auffällig unterwegs. Alles klar, rot steht mir sowieso. Sehr, sehr gerne. Trag sie. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg für die Saison. Danke, dass du hier warst. Und danke, ich hoffe, wir sehen noch sehr, sehr viel von dir in Zukunft. Vielen Dank. Das war Dennis Katschan von Altona 93, der ab dem 8.12. in einem Sammelalbum verewigt wird und sich zudem auch als Fußballkommentator sehen lassen kann. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.